Goat Unternehmen. Im Unternehmen, wo du denkst, das ist der beste Unternehmen. Das ist für mich der grösste. Also eben, das ist natürlich auch wieder extrem schwierig, weil ja. All die grossen Unternehmen sind eigentlich für mich alles Goat. Genau, und sind für mich natürlich auch riesige Vorbilder. Eben zum einen der Bill Gates, der zum Beispiel gemacht hat mit der Microsoft. Krass, also irgendwie 50 Millionen Leute oder so nutzen da das Office 365 und so. Also wirklich, wirklich krass. Aber ich muss wirklich sagen, Goat-Unternehmen für mich der Steve Jobs. Also ich denke, ohne ihn, vielleicht, man kann jetzt natürlich spekulieren, man kann sagen, ja, wenn er nicht gewesen wäre, hätte es einen anderen gemacht. Aber ich muss wirklich sagen, ich muss wirklich sagen, der Steve Jobs, was der die heutige Welt eigentlich erschaffen hat, das eigentlich das Ganze revolutioniert mit Apple, eben mit dem Computer oder eben dann mit den Handys. Gold und der Name der Steve Jobs. Ja, was er mitgeht, ist natürlich unglaublich. Mega. Reich von das Ganze. Ja. Extrem. Ein richtiger Meilenstein. Und was ist für dich so der Goat-Unternehmer, Stefan? Ich habe mehrere im Kopf. Ich würde an dir denken. Elon Musk, sicher einer der grössten für mich. Wenn ich einen müsste wählen, das Goat-Unternehmer, dann wäre es, glaube ich, der Gary Vaynerchuk. Das ist eigentlich der Social-Media-Guru. Der das so prägt und die Trends einfach gesehen von später. Der Goat-Unternehmer für mich, und was er alles aufgebaut hat, Marketing-Unternehmen, Social-Media-Brands und so, really Investor von Twitter. Facebook, Snapchat, von ganz unten angefangen, sich aufgeschafft mit harter Arbeit, hat so viel können erreichen. Oder die neueste Errungenschaft von ihm, die er da entwickelt hat, V-Friends. Ja, genau, die NFT-Kollektion. Ja, alles selber zeichnet, haben sie über 1000 Pieces, über 10.000 Pieces sogar. Gut, genau, Gary Vee, wenn er das sieht. Gold. Genau, ja. Und man es versteht. Im Gary Vee hat ja ganz eigentlich ohne angefangen mit dem Unternehmen vom Vater des Weingeschäft. Also wirklich. Also übernommen hat es nicht, hat es weitergeführt. Und hat es online mit so Wine-Tastings und so wieder angefangen. Genau, also ja, schon ewig her.